So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit unserem Let's Play. Ich guck gerade mal, wir haben irgendwo noch eine Brille, die mir ein bisschen was an der Verteidigung bringt. Sehr gut. Das nehmen wir mal mit. So, ich muss gerade gucken. Ich schau das Bild an. Ich brauche die Brille nämlich nicht. Ich nehme sie wieder runter. Da brauchen wir noch was von der Ausrüstung, aber die ist aber eine Wurscht, ne? Das müssen wir noch entpacken hier. Das wird uns wieder die Verteidigung schwächen. Okay. Na dann, weiter geht's. Suche nach dem Runensymbol. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Aber wie gesagt, ein Vorteil ist, wir sind nicht alleine. Einfach, wir sind nicht alleine. Hilfe. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Wir gehen mal da durch. Was haben wir hier? Ein Rucksack, eine Tasche. Bei diesem farbenes Barett. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Was für eine Brücke meinst du? Hier oben, ja. Komme ich da hoch? Ja, ne? Und hier bestimmt. Das. Wie war das noch? Reparo, ne? Bestimmt Reparo, oder? Müssen wir da irgendwie hin? Ja, ich bin ein bisschen sehr lange raus aus dem Spiel. Das ist jetzt eine ganze Weile her. 2 Wochen bestimmt oder so. Und schon bist du wieder raus aus der Nummer. Brücke aufgebaut. Ich hab's mir fast gedacht, dass da irgendwo noch was kommt. Moin, Freunde. Aber das wird sich relativ schnell erledigt haben. Den giftigen Schützen haben wir auch relativ zügig erledigt. Ich nehme hier gerade die Sachen noch mit, die wir hier noch so liegen haben. Genauso wie den Kram hier. Also Revelio einsetzen. Hier unten ist auch angeblich Zeugs. Komme ich denn da ran? Blöde Frage, nächste Frage. Schwimmt hier runter, oder? Da ist noch irgendwas. Okay, da komme ich nicht hoch. Das heißt, ich muss wieder schwimmen. Das ist bestimmt irgendwo da hinten. Wir gehen erstmal weiter. Halt. Da ist was. Purpurroter Wintermantel. Naja. Wir sind schnell mit Ihnen fertig. Professor Hagrid wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt.
So, wenn die Viecher einmal auf dem Boden liegen, können wir sie direkt mitnehmen. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Das hilft mich jetzt nicht wenig. Wow. Vorher hast du die Viecher noch mit dabei. Wow. Ja, aber weiter noch nicht fertig. Wow, da ist noch ein Viech. Ach so. Ich zähle mal die Viecher an hier. So. So, Chef ist kaputt. Und die Spinne ist direkt nicht kaputt. So ich das verstanden habe, oder? Okay, ich bin jetzt nicht mehr kaputt, aber. Hier haben wir aufgeräumt. Aber hallo. Keine Ahnung, warum man Gryffindors für tapfer hält. Wir Slytherins sind die wahren Helden. Und es macht viel mehr Spaß, mit uns zu kämpfen. So, habe ich jetzt auch irgendwas, was ich jetzt... Gut. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Ja, in Ruhe. Rebellion. So, gucken wir mal hier durch, ob noch irgendwas da oben ist. Da oben wäre noch irgendwas. Würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Runensymbole finden. Ich sehe jetzt spontan zwei. Sei denn, ich habe nur was übersehen. Mal hier die Dings frei machen. Okay, das ist so eine. Komm ich da jetzt rein? Ich glaube, das ist klar. Ich sehe jetzt da vorne ist noch irgendwas, eine Kiste mäßig. Aber die Kiste ist, glaube ich, eine Schwebekiste. Diese Runen müssen irgendwie. Ja, das habe ich schon fast gedacht, dass es sowas ist. Triff sie noch schneller. Das ist doch richtig.
Konflikt. Komm ich da hoch? Nee. Zumindest nicht ohne die Kiste, ne? Komm her jetzt hier. Versuch es in einer anderen Reihenfolge zu treffen. Und zwar so schnell du kannst. Kurz mal hier oben da schnell umgucken. Okay. Ah, da ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Revelio. Aber scheinbar sind das nur die Drehe. Ich habe die erste gar nicht gesehen. Die eine an der Seite habe ich nicht gesehen. So. Was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Isadora. Gewöhnlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Einwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. So. Aber hier ist noch irgendwas? Nee, das ist Sebastian. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrt. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. So, versuchen wir es doch mal, wa? Es muss passen. Platziere das Porträt im Triptychon. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. So, sprich mit Sebastian. Ich kenne diese Küste. Ranrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Moranweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Ranrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Jemand, der Ranrock persönlich kennt. Ich wurde gebeten, den Namen zu nennen. Ein Kobold? Sag, dass ich mich irre. Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Das war gemein. Hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist.
Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Unglaublich. So, Auftrag abgeschlossen im Schatten der Mine. So. Gut. Ich wollte gerade eben, wo ich schon mal auf Stopp gedrückt hatte, Break machen, aber dann dachte ich mir, naja, das ist ja noch zu Ende, das Ding. So, die nächste Mission heißt für uns... Oh, Imperio. Imperio-Fluch. Das machen wir als nächstes, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Schatten der Zeit.